Hi, hallo und willkommen zu einer kleinen Runde von Viscera Cleanup Detail Santa's Rampage, einem kleinen Spezialspiel, das ich jetzt in jedem Adventssonntag bringen werde und damit zufolge 4 Folgen bringen werde. Beziehungsweise, sollte ich nicht rechtzeitig fertig werden, werde ich wahrscheinlich noch eine 5. Folge bringen. Ach ja, und bevor ich es ganz vergesse, in diesem Spiel kann es zu leicht oder sagen wir mal zu ziemlicher Gewalt und anderweitigen unschönen Darstellung kommen. Also, ihr seid gewarnt. Wenn ihr diese Darstellung nicht mögt, seht euch bitte andere Videos auf meinem Kanal an. Danke. Na denn, dann wollen wir mal. Mal sehen. Gut. Wir machen hier das Übliche. Yep. Dann wollen wir mal gleich gucken. Das hier gibt es zu reinigen, nämlich Santa's Workshop. Naja, ist ja auch egal. Wir haben jetzt hier das angefangen und wir fangen jetzt gleich mit der Arbeit an. Aha, das ist mein Name, Hausmeister. Ich bin 24 Jahre alt oder jung und bin hygienischer Techniker. Die tragischen Ereignisse, die in diesen Geschäftigkeiten müssen, ja, dürfen dich nicht aufhalten, deine Pflichten nachzugehen. Für die Ehre der Firma. Yep. Meine Arbeit hier bedeutet, dass wir dieses grausame Nachbeben bereinigen. Ja. Wir werden hier alles machen. Okay. Wenn man hier fertig ist, wird die Firma von allem hier und anderweitigen den Besitz ergreifen. Kann man das Ding nicht ausmachen? Alter Schwede. Kann man das nicht ausmachen oder sowas? So, okay. Wir wollen gleich mal anfangen. Wo haben wir? Ja, das haben wir schon. Auf jeden Fall, da fängt es schon gut an. Auf jeden Fall sind hier schon ein paar tote Elfen. Und unser Dings ist hin. Und ich denke, wir sollten erst einmal hier in diesem großen Vorraum alles von Blut wegmachen. Okay. Und mal sehen. Hoppla, hopp. Auf jeden Fall, ich habe gelernt, dass ich hier auch noch Musik bringen werde, aber erst später. Naja, wie der Maus sei. Ja, ja. Upsi. Das war jetzt blöd. Wieso passiert mir so etwas? Wie macht man den Eimer sauber? Das muss doch irgendwie zu schaffen sein.
Aha, ich soll das doch wegmachen. Okay. Okay. Tja, ich bin ein ziemliches Schweinchen. Was das angeht. Auf jeden Fall, jetzt hat es dreimal. Dreimal. Ja. Yep. Junge, Junge, hier werde ich auf. Doch. Hier werde ich auf jeden Fall viel zu tun haben. In diesem Spiel trolle ich mich selbst. Ich sollte es lassen. Aha. Tja, in diesem Spiel kann man sich wirklich wunderbar selbst trollen. So, wie dem auch sei. Zack, zack. Die Sache mit dem Fußabdrücken ist wirklich... Oh, schrecklich. Ist doch alles nicht mehr wahr. Hier werde ich jedenfalls meinen Putzwimmel trainieren. Auf jeden Fall erstmal alle Blutspuren wegräumen, dann die ganzen Leichen wegräumen. Sehr witzig. Okay, will mich das Ding jetzt holen, weil ich zu viel Eimer verschrottet habe. Oh. Jedenfalls, die Geschenke wollte ich nicht kaputt machen und genauso wenig den Schmuck. Ich wollte mal sehen, ob ich das so schaffen kann. Auf jeden Fall, leb wohl, Eldrich. Ah, du bist ja nur noch ein halber Mann. Ah, da ist deine restliche Hälfte. Jetzt aber, bitte, lass mich weiter putzen. Oh, ja. Ohne langes Federlesen wollen wir den Typen da reinhauen. Trixie. Was ist das? Ah, ist das ein Namensschild? Ab ins Feuer. Ich nehme erstmal die Elfen, die noch an einem Stück sind. Da ist ja nicht mehr was drin. Alter Sufki. Okidoki.
Vorsicht! So. Oh, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, Mann. Okay, ich hoffe mal, ich schmeiß dann nicht noch mehr Eimer weg. Und ich hoffe mal, ich verbrenne mich nicht selbst. Hä? Na komm schon, falls ich kooperativer Mann. Na los. Okay. Ich will die Geschenke alle erhalten, wollte ich sagen. Ei. Brutal abgestochen. Das war nicht gerade freundlich, Santa. Naja. Boah. Ich soll doch was sauber machen und nicht noch mehr. Junge, Junge. Okidoki. Auf jeden Fall. Oh Gott, wie soll ich denn da rankommen? Kopf hoch. Du kannst ja noch Fußballer werden. So. Zack. Oder auch nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall, wir wollen hier noch einige Sachen kennenlernen. Der Weihnachtsmann hatte eine Vorliebe für bizarre Sportwagen. Ja. Bitte. Auf jeden Fall ist er ein... hat er interessanten Kunstgeschmack. Ja. Katzenbilder. Nicht schlecht. Und bizarre Waffendesigns. Ich will gar nicht wissen, wie diese Waffe funktioniert. Katzenbilder? Autos? Waffen? Oh, ist das nicht süß. Ja. Schöne Geschenke. Auf jeden Fall, die werde ich so lassen, wie sie sind. Beziehungsweise auch nicht. Oh, ich sollte endlich den Fußboden sauber machen. Vielleicht kriege ich in der nächsten Folge endlich, kapiere ich es nächste Folge endlich, wie man... Hoppla. Wie man das richtig macht. Okidoki. Auf jeden Fall, es geht darum, alles sauber zu machen. So sauber es eben geht. Und ja, das ist die einzige Aufgabe, die man hat. Und ich habe in der Beschreibung nicht wirklich herausgefunden, muss man die Geschenke wirklich kaputt machen oder reicht es, wenn man das tut, was man... Oder reicht das, wenn man hier tut, wofür man bezahlt wird? Okay. Auf jeden Fall, ich wollte, wie gesagt, hier erstmal den Boden
sauber machen. Erstmal den Fußboden hier sauber machen, damit ich nicht noch weiter blutige Schritte verteile. Okay, und ich glaube, das ist das. Gut. Jetzt habe ich endlich rausgefunden, wie man das macht. Okidoki. Das wird besonders schwierig. Oh nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Wo kommt hier immer das ganze Blut her? Ich raff's nicht. Und ich bin noch ein klein wenig planlos, aber ich hoffe mal, dass sich das in den späteren Folgen ergibt. Ei, jetzt habe ich das Maximum erreicht. Jedenfalls, wahrscheinlich werde ich in der nächsten Folge hier anfangen mit dem Kleinen und dem ganzen Müll hier. Wie lange hat Hunter gebraucht, um seine Angestellten abzumurksen? Oh, Gott im Himmel. So, schön vorsichtig. Auf jeden Fall, hier sieht der Boden schon recht ordentlich aus. Sehr witzig. Wieso ist da ein Arm drin? Nö, ich will's nicht wissen. Manchmal ist es besser, Dinge nicht zu wissen. Und das Radio werde ich demnächst auch als hübsche... als hübsche Unterhaltung. Okay, wir werden auf jeden Fall gleich sehen, was der Weihnachtsmann so liest. Aber gleichzeitig putzen, putzen. Oh, nicht schon wieder. Auf jeden Fall, man muss hier seinen Blick fürs... Man muss hier seinen Blick schulen. Eggnog. Ja. Auf jeden Fall... Heieiei, wozu die ganzen Knallfrösche? Aha. Garten. Okay, was haben wir hier als Buchtitel? Mein Ringen? Mein Ring? 1001 Hardcore Navy Exercises. Responsive Flamethrower Ownership. Ihr habt einen Flammenwerfer? Okay, ich mache das mal so. Ihr könnt ja pausieren und selber lesen, was der hier als Bücher hat. Horrorgeschichten? Okay. 173 lächerliche Wege, die Steuer zu vermeiden. So ist doch. Was ist die beste Religion? So. Okay. Aber leider kann ich mich nicht ganz... Kann ich nicht ganz hier genau gucken. Mein Ringen, aha. Naja, ich wollte jedenfalls hier... So, hier kommen die ganzen Körperteile rein. So wie der hier. Gott. Die Steuerung ist wirklich sehr seltsam. Ah.
Ich versuche, je kleiner die Sachen sind, umso... Warum holt er sich das so nah an sich heran? Jedenfalls jetzt darf ich wieder putzen. Ja. Was zum Henker war das denn jetzt? Oh, Spiel! Junge, Junge, ist ja... Nachdem ich hier schon ein paar Explosionen ertragen musste... Woher die wohl kommen mögen? Von einem Spiel, das einen unerträglich oft trollt? Vermutlich. Okay, die Kiste muss dann natürlich da. Okay. Okay, zumindest ist nicht alles rausgefallen. So, ein paar Dynamitstangen. Und da du schon tot bist, ist dir das wahrscheinlich auch egal. Naja, ich werde den Tisch abräumen. Oh, nee, nicht dein Ernst. Gott im Himmel! Oh Gott, was habe ich da jetzt schon wieder gemacht? Ich will es gar nicht wissen. Nein. Ah, die Messer. Hä? Oh nee. Oh nee. Oh, ich hasse es. Dieses Spiel liebt es, mich zu trollen. Erzieh mir. Das sind solche nervigen Zufallssachen, die einfach nicht sein müssen. Jedenfalls hier die ganzen Geschenke, die hier mit rumgeflogen sind.
die ich selbstverständlich hier gleich auf den Tisch platzieren werde. Wurstfest 93. Republik Bananas. Naja, wie dem auch sei. Kann ich jetzt endlich gescheit weitermachen? Okay. Nicht irgendwo gegenkommen. Schön vorsichtig. So. Naja, auf jeden Fall. Jedenfalls. Oh, komm schon. Okay, lassen wir das. Die Stühle werde ich halt später richtig hinstellen. Hübsche Figur. Na, wie auch immer. Nein, du nicht. Das sieht aus wie ein Bild aus Warhammer 40k. Nein. Junge, Junge, ich habe echt keine Ahnung, was ich hier mache. Na doch, den Boden sauber. Weg, weg, weg. Auf jeden Fall, das mache ich zuerst. Die Stühle lasse ich Stühle sein. Und um diesen Detailkram kümmere ich mich später. Und immer schön den Sprung machen. Komm, 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 komm. Und wehe, hier kommt wieder ein Dynamit raus. Dann schrei ich. Good.
Okay. Tja. Santa war ein böser Mann. Anscheinend. Und wie auch immer, ich beende jetzt an dieser Stelle. Je nachdem, wie lange ich hier was zurechtschneide, werde ich mal sehen, was sich hier alles so verwenden lässt. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, diese Folge hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns dann wieder. Habe ich schon mal gesagt. Lasst mir doch gerne entsprechendes Feedback da. Bis dahin. Und tschüss.